Eine bessere Verbindung in dieses Gebiet haben die jetzt eigentlich. Wieso haben wir jetzt so wenig Arbeiter? Verdammt noch. Wir brauchen immer noch mehr Arbeiter. Gibt's doch nicht. Ach Quatsch, das wollte ich. Nein, 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 nein. Lass da. Tschüss. So. Bauen wir nochmal eine Feuerwehr hin. Kann auch nicht schaden. Hier oben. Die kriegen wir keine. Polizei reicht, Schule ist sowieso. Ja, hier sind sie aber jetzt schon gebildet, das dauert halt immer ein bisschen, bis da was passiert. Ich glaube, jetzt baue ich auf jeden Fall nochmal hier oben weiter. Hier ist ja eigentlich soweit ganz gute Verkehrsanbindung. Die fahren hier halt die Straße zum Beispiel runter. Einfach nur hier rüber und dann sind sie auch schon drüben. Oder können hier oben auch auf die Autobahn fahren, meine ich. Ja, die können hier direkt auf die Autobahn fahren, können hier auch abfahren. Von daher haben die da eigentlich ganz gute Anbindungen. Können auch wieder rauffahren. Ja. So, versuchen wir das mal möglichst nett zu gestalten, ja. Oh, ist doch cool. Das ist eine Straße, Alter. Also hier läuft noch eine dann durch, oder? Oh. So. Wie geht das, dass das Ding nicht kaputt geht? Wow, mega riesige Straße. Irgendwie hatte ich das so gerade, dass es unten hergeht. Ich will, dass es unten herläuft. Ah, scheiße. Nicht kaputt gehen. Geh weg, Steam. Geh weg. Team. So. Bumm. Mega krasse Straßentechnik hier. Ja, das nenne ich mal besondere Baukunst. Jetzt kann ich trotzdem hier oben sogar noch etwas weiter hier, und zwar dann hier weiter bauen. Soll ja jeder, ja gut, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Das nicht Baukunst ist. Ah gut, da sind es echt schon Sachen bei, das kann man in so wenigen solcher Spiele hier machen. Das ist schon ziemlich cool, muss man ja doch sagen. Muss man ja doch sagen. Es ist kein Spiel, wo man so interessant Straßen bauen kann wie hier. Also jedes SimCity bis heute und auch das neueste hat nicht die Möglichkeit, so Straßen zu bauen. Das ist echt krass. Ah, es wird dann auch nochmal ein dicker bewohnter Berg hier. Machen wir jetzt nochmal direkt so, weil hier wirklich alles Häuser sein soll.
werden auf jeden Fall wieder genügend da sein. Mit schönem Weg unter der Brücke entlang. Hier, wow, 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 chill. Unter der Straße noch. Die Straße läuft hier ganz knapp über die Autobahn, läuft hier dann weiter. Hier in Serpentin runter. Ja, ja, ihr braucht Wasser, ist gut. So. So, jetzt labert nicht, dass ihr keine Arbeit, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass die echt so weit weg wohnen. Und das dauert jetzt halt ein bisschen, bis das läuft, aber es nervt. Ich kann jetzt halt hier nochmal die Anbindung schaffen. Was für eine Straße ist das denn? Ich glaube die hier, ja. Mit Auffahrt natürlich, Abfahrt, Auffahrt, bla bla bla. Zack. Zack. Dann halt nicht, zack. Hallo? Hallo. Ein bisschen komplizierter wieder, aber so geht's. Sodass die theoretisch hier auch direkt abfahren können. Hier, hier hoch, hier runter. Dann sind die auch recht schnell da. Also sollen wir wirklich nicht rumheulen, ja. Yay, was haben wir jetzt? Steuerrichtlinie, ja gut. U-Bahn, toll. Einzig, ja. Steuer, aber das ist interessant. Besiedeltes Wohngebiet, Gewerbegebiet und Bürogebiet. Jo. Machen wir mal das noch dahin. Sollte meine Probleme, was Leute angeht, mal endlich stoppen. Die Deponie ist immer noch ganz schön ausgelastet. Jedenfalls arbeiten sie. Ich glaube, die Deponie wird nie wirklich mehr leer werden. Kann ich doch eigentlich mal eben gucken, Gebiete. Ja, da müssen wir mal erweitern hier. Das gehört alles zusammen. Das ist das hier. Gehört auch meinetwegen das noch dazu. Das ist das hier. Das ist das. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, weil, naja, mal schauen. Vielleicht verkackt das dadurch auch total. Hier habe ich nicht viel gemacht. Hier kann ein neues Viertel entstehen. Nebelhügel. Und hier oben, das gehört alles zusammen. Obwohl, naja, ne. Das wird ein neues Gebiet. Das ist Dornrös. Das ist der Dornrös-Hügel. Das passt auch ganz gut zu dem Gebiet hier oben. Schon super sein, direkt hier zu wohnen. Ja, geht. Naja. Hier die Straße ist halt schon interessant. So. Baue ich doch direkt an die Autobahn mein Gewerbegebiet. Mit... Ah komm, einfach... Oder... Nee, Bustaxi. So. Fahrrad ist mir egal.
Busspur wäre vielleicht auch mal interessant. Hier so noch die Busspur. Cool, cool, cool. Aber man kann echt schon viel Kram machen hier. Das muss man also schon sagen. Und hier halt normale Straßen noch. Mal ein bisschen Bürogebiet. Oh, wahrscheinlich Wasser, genau. Wahrscheinlich brauche ich jetzt auch mal was Neues. Ja, könnte knapp werden. Hier machen wir mal dicht besiedelt. Strom. Ja, das sollte sich gleich lösen, das Problem. Hat sich gelöst, sehr schön. Ja, dann baue ich, werde ich denke ich gleich auch ein ganz neues Gebiet bauen. Gute Dornröschenhügel hier. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Hier wird noch Wasser benötigt. Ist schon gut. Ist erledigt. Hier die Häuser. Toll. Ja, gut. Ist halt schon eine Wohngegend. So schlecht ist die nicht. Sogar tatsächlich, fahren sogar tatsächlich Autos hoch. Krass. Krass. Ich mag das Straßennetz ist einfach ekelhaft krass. So, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich brauche irgendein random Zeug hier hin. Das passt halt doch ganz gut. So, ich brauche immer noch mehr. Haben die jetzt immer noch? Ich glaube, die haben immer noch Probleme. Hier geht's. Hier geht's auch. Hier sind immer noch. Ich brauche eigentlich immer noch mehr Arbeit. Ich weiß noch nicht genau, wo ich weiterbauen soll. Ich glaube, ich kaufe mir mal das hier. Und wie viel kann ich denn überhaupt das? Okay. So, und hier nochmal Büro. Braucht glaube ich auch nochmal ein paar Busverbindungen. Machen wir mal hier im Kreis Stadt. Hier rum. Hier, dann hier hoch, hier runter, hier durch, hier,
hier und zack. Die Busch wurde tatsächlich auch genutzt. Ziemlich gut. Besser als erwartet. Viel, ja, wahrscheinlich jetzt auch wieder irgendwie komisch genutzt, aber hier ist jetzt schon mal schön Bürogebiet. Ein komisches Bürogebäude, ehrlich gesagt. Das sieht sehr europäisch aus. Ich habe auch... Ja, keine Ahnung. Sieht eher aus wie Mehrfamilienhäuser. Naja. Egal. Also, deutsche Mehrfamilienhäuser und unten ist eigentlich ein Laden drin. So ist es häufig. So. Ach, wie sieht es mit Müll aus? Auslastung ist immer noch voll. Die schaffen aber gerade auch ein... Naja. Na, die arbeiten immer so weit weiter. Gut. Ich kann auch theoretisch jetzt eine Müllverbrennungsanlage bauen. Kann ich die noch auch? Die macht zum einen Strom, den ich brauche, Wasser brauche ich aber auch, zum anderen krieg ich weniger Müll dadurch, das ist schon mal gut. Jetzt brauche ich auch nochmal Wasser, sowohl das hier oben, zup, als auch Abwasser. Sollte jetzt eigentlich wieder okay sein. Eigentlich, ja. So. Wie sieht es mit Strom aus? Nicht so dolle bisher. Die machen aber auch noch nichts. Ich glaube, wir müssen hier auch erstmal wieder zurückkommen. Dass man hier nochmal kann, eine Verbindung in die Richtung. Geht vielleicht ein bisschen schneller teilweise. Habe ich halt noch das ganze Gebiet und das hier unten, da kann ich die Autobahn auch verwenden, das ist schon mal schön. Ja, das muss ich ja auf jeden Fall auch noch haben. Man kann ja doch recht viel auch noch zusätzlich dann kriegen. Bin ja jetzt noch lange nicht Großstadt, kleine Stadt, große Stadt, großartige Stadt, Hauptstadt, kolossale Stadt, Metropole, Megapolis. Daher, man kriegt glaube ich fast immer kriegt man mal wieder ein Feld dazu. Von daher sollte das ganz gut machbar sein. Jo, gut. Hier haben die immer noch Probleme. Ich verstehe es aber einfach nicht, weil eigentlich doch genügend Leute... Ich meine, es sind tatsächlich alle so ziemlich beschäftigt, vielleicht... Aber es sind trotzdem nicht genügend. Also ich meine... Das gibt's doch nicht. Jetzt wachsen die hier schon. Weiß nicht, so große Bürogebäude werden das auf jeden Fall noch nicht. Nee, das anscheinend auch noch nicht. Die sind aber auch kurz davor. Was kann man denn hier noch zur Verbesserung? Feuer. Komm, hier oben nochmal. Was Feuer angeht, haben wir echt Probleme hier. Mein, ich habe hier genügend Zeug. Das haben wir soweit. Bildung brauchen die auch nicht. Wir müssen uns nochmal einen Park hier hinsetzen. Das kann auch nicht schaden. Ah, verbessert automatisch direkt alles. Was haben wir noch? Hunde, ja, Hunde ist jetzt nicht so toll für Arbeiter. Also für arbeitende Leute hier im Basketball. Komm, Basketball noch. Zack. Wachsen sie doch auch direkt. Ja, so halb. Ein bisschen auf jeden Fall. So,
groß sind die Gebäude dann nicht. Aber hier haben wir auf jeden Fall auch halt Metallstellen, das passt alles. Autos, die parken können, die Verbindung zur Autobahn. Muss ich halt die Autobahn hier runter noch verbinden. In die Richtung würde ich dann hier so rumbauen, denke ich mal. Oder hier auch beenden. Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen will. Ja, die Richtung ist auf jeden Fall die Autobahn klar. Ja, ist bis jetzt noch sehr kompakt. Ich kann dann halt auch mal hier weiter hinten irgendwo. Ah, hier ist nicht so schön, aber vielleicht... Ich weiß nicht, was ich im Wald machen will. Ich weiß nicht, ob ich da den abholzen will und da Industrie hinsetzen möchte oder ob ich da noch ein Wohngebiet hinsetze. Aber ich glaube, hier setze ich überall noch Wohngebiet hin ans Ufer. Das ist eigentlich eine ganz nette Gegend dafür. So, wirklich am Ufer ist nur Wohngebiet. Ich glaube, ich brauche mehr Leute zum... Ich brauche noch einen Friedhof. Der voll? Fast. Ja, kann ich schaden. Wie sieht das denn hier so aus? Ich kann theoretisch jetzt U-Bahn bauen. Taxi geht auch noch. Wie viele Touristen? Wo sehe ich denn nochmal die Touristenzahl? Freizeit? Nö. Hier oben brauche ich noch, gute Idee. Hier oben brauche ich noch einen Park. Hilfburg, egal. Das hilft schon mal und vielleicht noch was anderes. Kleiner Park, ist ganz schön groß. Der ist besser. Mit Spielplatz. Auch nochmal ein dicker Schub, der hier entsteht, aber ich weiß immer noch nicht. Also ich kann, Bodenrichtwert ist hier super, der wird sich auch verbessern noch, aber gut, mit der Autobahn ist nicht so dolle. Ja, hier ist Öl. Ja, das will ich eigentlich holen. Wald ist nicht so wichtig, aber das Öl ist doch sehr interessant. Aber ich brauche dafür das weitere Gebiet hier. Ja, Wald kann man dann zum Teil noch, aber da könnte ich da die Industrie wirklich nochmal richtig reinsetzen. Vielleicht, Häuser wollte ich ja sowieso mehr am Fluss, also Häuser... wenn man jetzt nochmal wegmacht. Hier ist das in etwa. Hier ist das Öl. Hier die Häuser direkt am Fluss. Dann wird hier auch eine größere Gegend gesetzt. Kann ich hier hinsetzen. Verbindung mit der Autobahn ist das, glaube ich, ganz gut. Hier unten am Fluss kann ich nochmal schauen. Hier vielleicht auf der Seite nochmal. Ja gut, hier wird die Autobahn durchgehen. Hier oben am Berg kann ich jetzt theoretisch auch schon weiterbauen. Ja, da habe ich noch einiges zu tun. Hier ist auch immer noch... Hier sind Traum. Ja, ist schön. Warum macht ihr es denn nicht einfach? Friedhof-Auslastung ist nicht extrem. Von daher eigentlich machbar. Verfügbar Strom ist auch okay. Jetzt läuft das Ding ja auch hier. Ja. Es ist weit weg, von daher ist das egal. Hier ist genügend los, aber das sieht okay aus. Ja, jetzt ist er voll. Aber ich habe ja schon andere. Aber irgendwie passt das nicht. So richtig. Naja, ich mache erstmal wieder eine Pause hier. Von daher geht es dann beim nächsten Mal weiter. Mal schauen. Ich hoffe mal nicht, dass ich wieder so lange brauche, bis ich es mal weiterspiele. Das sind natürlich jetzt ein paar Episoden auch, die dadurch entstanden sind. Geht ja doch recht schnell, wenn man so 15 Minuten etwa schneidet oder so 16, 17. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich genügend andere Spiele, die es zu spielen gibt und die auch sehr gut sind. Und ja, ich hatte jetzt auf jeden Fall mal wieder Bock und es ist auch immer schön, dass halt auch immer neue Sachen reinkommen. Aber es reicht dann auch, wenn man halt erstmal ordentlich gespielt hat. Ja, die Stadt läuft soweit, könnte man noch mal ein bisschen anders bauen. So wie ich es jetzt mache, ich mache es immer noch irgendwie schon wieder so, wie ich es eigentlich nicht wollte, sehr zusammengesetzt, aber ich habe jetzt genügend Platz, um theoretisch auch wieder zusätzliche Viertel einzusetzen, die da ein bisschen abgetrennt sind von der eigentlichen Stadt. Aber im Grunde genommen habe ich es jetzt auch wirklich mal so wieder geschafft, dass es eigentlich nur sich vergrößert. Ja gut, das Gebiet ist natürlich durch den Fluss hier auch abgesetzt, mit den komischen Straßen. ja, aber ich denke mal, schon mal ganz gut so.
Busse fahren hier schön hoch. Ja, hier oben ist schon mal ganz cool eigentlich. Von der Autobahn, ja, hier oben können wir jetzt ja nicht so viel mit. Soll man nicht rumheulen. Naja, dann sage ich mal, bis denn.